Ich glaube, hier wohnen ja keine Leute, hier arbeiten die ja nur, ne? Da brauchen wir ja keine Schulbusse im Moment. So, und die Grundschule ist soweit paletti, die unterrichtet soweit. Das ist hervorragend. Ich würde sagen, wir, was will der, was schlägt der uns vor? Weisen Sie Wohngebiete aus, um noch mehr Arbeiter zu bekommen. Da ist gerade großer Bedarf an der Stelle. Da würde ich sagen, dem Wunsch kommen wir sehr gerne nach. Wir rüsten doch sehr gerne ein paar Wohngebiete nach. Wir werden das Rathaus hier so ein bisschen umbauen. Und werden dann hier nach oben gehen, ein wenig. Wenn ich denn Kohle hätte. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was bekommen. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal noch einen zweiten Kredit dazu. Oder gar drei Kredite. So, puff, jetzt haben wir ein bisschen Kohle erstmal und können wieder schön bauen. Und dann weisen wir erstmal unser Straßennetz hier schön aus. Zack, du kommst dahin. Dann hierhin, wie es vorgeschlagen wird. Und am besten nochmal hier hoch so. Wir können jetzt auch hier mal so ein Quader bauen, ein bisschen. Hier werden wir dann nur nach unten bauen. So. Und dann weisen wir jetzt mal schöne neue Wohngebiete aus. Zack, 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 zack. Zack und zack. So. Jetzt werden wieder schöne viele Häuser bezogen, nehme ich doch an. Und ich hoffe, die werden hier schön, schön dann auch arbeiten gehen. Die haben schon alle Mitarbeitermangel hier. Wie ihr seht, da ist noch Bedarf gefordert. Und wir sollten ruhig weiterbauen. Wir sollten nicht in Verzögerungen kommen. Wir sollten auf jeden Fall weitermachen. Und zwar würde ich sagen, bis hierher. Dann gehen wir nochmal hier nach unten. Schwupps. Und dann wieder da nach oben. So. Bauen alles mal ein bisschen, wie gesagt, schachbrettförmig auf. Ausnahmsweise mal. Wie gesagt, normalerweise bin ich da nicht so der Fan von, aber manchmal tut das eben Not, nicht wahr? So. Und ich würde sagen, da haben wir Bildung. Was wollen die? Eine ihrer Schulen hat ihre volle Kapazität schon ausgereizt. Das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir anbauen. Ach, hier ein schönes Logo kann noch nicht schaden. Eine schöne Fahne. Locken Sie nur nicht... Was? Lecken Sie nur nicht daran, wenn es gefriert. Ach so. Sollten wir nicht dran denken, an dem Fahnenmast zu lecken. Klassenzimmer. So, 10.000 Simoleons. Das haben wir doch übrig für unsere Schüler. Das kommt mal hier vorne mit hin. Ich würde sagen, ein oberer Stock kommt auch noch mit hin. 10.000 kostet der. Machen wir erstmal ein paar Schulbusse mehr. Bring. Ja, bring. Machen wir das mal voll hier. Schule ist wichtig. Da legen wir Wert drauf. Wir wollen hier Technik aufbauen. Da kommt noch ein zweiter Stockruf. So, das sollte erst einmal genügen. So, mit Schule sieht es ganz gut aus soweit. Da können wir natürlich jetzt noch mehr Gebiete hier mit dem Bus abdecken. Es werden ja alles Wohngebiete hier nach und nach. Wie ihr wisst, von dem her sollten wir schon mal alles mit dem Bus ordentlich abdecken. So, das sollte reichen. Gut, hätten wir die Schule weiter ausgebaut. Ich würde natürlich auch gern die Öffis ausbauen wollen. Ein Shuttlebus-Depot. Haben wir bisher auch noch nicht. Das würde ich gern mal hier oben dran hängen dann. Aber wenn wir natürlich erst genug Simoleons haben. Im Moment sind wir nämlich schon wieder ziemlich pleite. Naja, so schnell geht's mit dem Pleitegeier hier. Strom sieht noch gut aus. Wasser sieht auch noch gut aus. Abwasser sieht noch gut aus. Da muss man ab und zu mal nachschauen, ob auch alles rechtens ist und rechtens läuft. Wir schauen hier mal so unsere Stadt ein bisschen aus der Nähe an, bis wir ein bisschen mehr Kohle gesammelt haben. Sorgen Sie dafür, dass die Zahl der Einwohner bei 2500 liegt. Haben wir soweit geschafft. Können wir hier schon was upgraden? Nein, erst bei 5000 Einwohnern. Hier entsteht die Schule. Da viele, viele Wohnblocks. Und auch hier hinten werden dann noch Sachen entstehen. Wohnblocks oder ein Zug, der vorbeifährt. Je nachdem, Straßenbahn. Gucken wir mal. Mehr Jobs wollen sie jetzt auf einmal. Wollen sie mehr Jobs?
Die spinnen doch. Die wissen doch nicht, was sie wollen hier. So. Sieht aber ganz gut aus an und für sich. Was stehen denn hier unten? Guck dir mal die zwei alten Autos hier an. Das ist doch DDR-Zeit noch. Meine Fresse, die Leute da. So. Ah, die Einnahmen steigen auch. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ach so, wir können natürlich hier noch mehr Wohngebiete ausweisen. Das habe ich natürlich jetzt noch nicht gemacht, ich Dusselkopf. So. Jetzt haben wir doch einiges an Wohngebieten. Hier drüben, wie gesagt, auf der anderen Seite will ich dann den ganzen Universitätsstrang bauen und so weiter und so fort. Da sollten wir uns noch ein bisschen Platz halten. Hier können dann ein paar Gewerbegebiete hin, durchmischt mit Wohngebäuden. Und hier vorne dann nur Industrie, rein Industrie. Und als nächstes sollten wir wirklich ein bisschen für die Öffis sorgen hier. Das sieht nämlich auch noch nicht so gut aus. Da könnte es ein bisschen mehr geben. Die Öffis setze ich mal hier hin, so. Vielleicht so hier, oder? Machen wir die direkt an die Hauptstraße, ist das sinnvoll? Oder wir werden die mal hier dran setzen, so. Oder da? Machen wir es mal hier. So. Da setzen wir mal die Öffis dran. Jetzt kommen noch die Busstationen. Da muss auch alles abgedeckt sein, wo der lang fährt. So, da noch. Und da hinten fährt er lang. Und hier kommt er auch mal vorbei. So wie da und da und da und da. Und hier und hast du nicht gesehen. So muss natürlich alles abgedeckt sein hier. Auch die Schulen müssen hier abgedeckt sein mit Öffis. Hinten kann auch mal einer langfahren, wenn es denn notwendig ist eigentlich, aber braucht erstmal nicht. Hier können die Busse anhalten, selbstverständlich. So machen wir auf die andere Seite auch was. So, und die Öffis würde ich gerne auch die Industriezweige hier abdecken lassen, weil natürlich die Leute auch zur Arbeit müssen. Und damit sie mit den Öffis fahren, werden auch hier schön Bushaltestellen gesetzt. So, so, so. Das sollte erstmal reichen. Was haben wir denn? Shuttlebusse haben wir 3. Da würde ich gleich mal ein bisschen aufrüsten wollen. Zu wenig Simoleons. Super. Rüsten wir also später auf. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar Öffis. Hier auch haufenweise Umzugswagen. Die Straßendichte sollten wir auf jeden Fall auch erhöhen. Das wird sonst irgendwann knapp hier. Und natürlich sollten wir auch Parks aufstellen. Kleine, schöne Parks. Oder auch etwas größere. Was ist das? Zum Beispiel ein kleines Feld. Können wir hier mal so an die Ecke setzen. Das würde jedem gefallen bestimmt, nehme ich an. Jawohl, und schon steigt die Zufriedenheit. Man soll nämlich auch darauf achten, dass die Leute zufrieden sind. Hier können wir nochmal so ein Pavillon hinsetzen. Beziehungsweise setzen wir den mal hier so an den Rand. So. Sehr schön, sehr schön. Auch ein kleiner Kinderspielplatz mit Schaukel ist doch bestimmt nicht verkehrt. Wo könnte denn der seinen Platz finden? Da so hier zwischendrin einfach mal, würde ich vielleicht vermuten. Zack. Mal lieber etwas mehr durch Parks ersetzen, wie zu wenig Parks. Hier haben wir zum Beispiel auch noch nicht viel, da können wir auch was hinsetzen, beziehungsweise... So, dazwischen hier. Ich weiß gar nicht, wohin wir das jetzt setzen. Oder was gibt's hier noch? So ein Wasserspielplatz ist doch bestimmt schön für den Sommer. Da kann man schön planschen. Setzen wir den mal... Da haben wir jetzt schon einen Park. Da haben wir einen Park. So ein Wasserspielplatz könnten wir eigentlich hier hinsetzen. Oder? Oder hier oben können wir natürlich auch viele Parks hinsetzen. Lass ich erstmal. So ein kleiner Spielplatz mit Schaukel. Wo passt der dazwischen? Kann der sich noch irgendwo hinquetschen? So vielleicht? Ich würde sagen, so hier hin, ne? Ja, ersetzen wir hier mal noch ein paar Häuser mit einem Spielplatz. Dass sie alle zufrieden sind. Und hier können wir ja auch noch was hinstellen mal. So an den Straßenrand so hier. Zack, puff, peng. Und am besten noch ein kleines Parkplatzfeld. Das stellen wir mal hier hin. So.
So, da sollten doch alle zufrieden sein. Und hier könnte man auch noch ein schönes großes Parkplatzfeld hinbauen, wenn man denn möchte. Zum Beispiel so. Kann man ja später immer noch ersetzen, dann durch was anderes eventuell. Setzen wir einfach mal da was hin. Zack. Und jetzt werden hier natürlich alle glücklich. Glücklich und zufrieden. Das ist doch die Hauptsache, was wir erreichen wollen. Was hatten wir das hier schon verbaut? Ein Grillplatz? Ein Grillplatz haben wir, glaube ich, noch nicht verbaut. Den setzen wir mal mitten hier rein. Können sie auch ein wenig grillen, die Leute. Hier noch ein Spielplatz mit Gärten hin. So. Da freut sich jetzt keiner mehr drüber, komischerweise. Sind alle zu verwöhnt schon hier. Mir läuft die Nase hier. Ach du Heiliger, ach du Heiliger. So, was kommt denn hier hin? Hier würde ich noch Platz für was lassen. Für Krankenhaus oder Polizei? Polizei wäre eigentlich ganz gut demnächst mal. Beziehungsweise Max's Man hier. Gemeindehaus in der Region zum Rathaus umgewandelt. Mhm. Sicherheitsabteilung in der Region, okay. Kostet uns alles noch haufenweise Kohle hier, die wir noch nicht haben. Wir erweitern einfach mal jetzt das Straßennetz noch ein wenig. Und zwar hier hinten könnte man noch ein bisschen was vermehren. Oder ich wollte doch eigentlich diese große Hauptstraße da bauen. Hm, geht das hier noch? Wie sieht das aus, wenn wir die jetzt hier hinbauen? Bestimmt scheiße, ne? Das sieht bestimmt scheiße aus. Wenn wir sagen, wir machen hier so einen Bogen. Ah, probieren wir es einfach mal. Probieren wir es, kommt. Wir sind mutig. Wir probieren einfach mal was aus. So, schön im 90-Grad-Winkel natürlich. Zack, verbinden das Ganze hier. Und dann haben wir da die große Straße. Und verbinden das hier mit der kleinen. Beziehungsweise wir könnten das hier hinten auch alles abreißen und mit der großen ersetzen. Dass wir die große hier einmal rumgehen lassen. Wäre natürlich gut gewesen. Können wir das jetzt hier einfach ersetzen? Nee. Funktioniert nicht. Schade. Müsste ich im Prinzip alles wieder abreißen. Das kostet uns aber Haufen, ne? Ja, die ganzen Wohngebiete werden auch abgebaut. Das ist jetzt natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Aber wisst ihr was? Wir machen das einfach. Zack, jawohl. Puff, 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 puff. Wir planieren einfach mal alles, weil ich hier nicht nachgedacht habe. Tut mir leid. Aber ich will natürlich die große Straße einmal so ringsherum haben, als Umgehungsstraße, wenn man so will. Und dass die Straßenbahn dann auch später überall fahren kann und wird. Zack. So. Und dann wird hier alles rumgebaut. So. Sehr schön. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Dann können wir jetzt die Wohngebiete neu ausweisen. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da. Da, da natürlich. Da, da, nicht wahr? So, und dann habt ihr hier auch große Straßen, die ringsrum führen. Die können wir später mal zur Straßenbahn ausbauen. Das ist ein bisschen sinnvoller, wie wenn wir so viel mit kleinen Straßen arbeiten. Da würde ich später auch das hier noch wegreißen. Was sagt denn die Energieanzeige eigentlich? Die ist schon im Minus. Guck dir mal an, da müssen wir ausbauen. 5000 haben wir gerade noch übrig. Setze ich mal hier hin. Puff. Hier können wir auch noch so ein Windkraftschild aufstellen. Puff. Hier wird nur sauber gearbeitet. Könnt ihr euch mal ein Beispiel nehmen. Zack. Und jetzt baut mir gefälligst schnell den Strom aus. Jawohl, so wollte ich das sehen. Was sagt Abwasser eigentlich? Das ist noch im positiven Bereich. Was sagt Wasser? Das ist auch noch im positiven Bereich. Das reicht locker aus. So, und was wollen die hier? Oh, da brennt's. Da brennt's. Da brennen. Feuerwehr werden wir machen. Höchstwahrscheinlich. Dingens, was ist das hier? Eine weitere Garage wollen sie bauen. Werden wir machen. Das machen wir schon.
kümmert euch mal um euren Dreck. So in der Art. Jetzt werden wir hier wieder was hinbauen. Und am besten noch so ein paar Wasserspielplätze und sowas. Vielleicht hier einen hin. Und nochmal so ein Pavillon. Mir gefallen diese Pavillons irgendwie. Da stellen wir nochmal einen dahin. So. Jetzt sollten es doch zufrieden sein. Hoffe ich doch mal. Hier können wir nochmal so einen Park hinbauen. Dass sie sich da ein bisschen auslassen können. Wie sieht es mit der Zufriedenheit der Leute hier aus? Gucken wir mal drauf. Die Grundstückspreise sind, die Dichte steigt. Die sind aber alle eigentlich relativ zufrieden, scheint mir hier. Oh, da brennt schon wieder was. Upgrade verfügbar, super. Zack. Rathaus abgegradet. Was können wir für Abteilungen bauen? Module. Ach, hier ein Rathausschild erstmal. Freilich, können wir gebrauchen. So, was ist denn nützlich? Die Versorgungsabteilung ist eigentlich generell was Nützliches. Bildungsabteilung. Sie denken, das wäre eigentlich was, was wir brauchen. Eine richtig schöne Bildungsabteilung. Die können wir dann zur Not auch noch hier rüberstellen. Das ist gut. Das sparen wir mal noch ein bisschen. Wobei auch hier sowas wäre natürlich gut. Die Sicherheitsabteilung. Dass wir Polizei, Feuerwehr und so weiter und so fort. Krankenhaus. Tourismus kann später mal kommen. Verkehr auch. Aber die anderen sind, denke ich mal, wichtig, ja, im Moment. Da brennt es natürlich, das ist natürlich blöd. Werden wir mal die Busse erweitern, da haben sie ja auch schon genögelt. Zack, bitteschön. Das ist eine Bushaltestation mehr. Mehr können wir uns noch nicht leisten. So. Wohnungsviertel wollen sie noch mehr haben. Können wir denen auch noch geben? Wir werden ja die Straßen weiter ausbauen, selbstverständlich. So, werden dann mal sagen, hier noch eins rüber, so, und da keins mehr. Nee, 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 da keins mehr. Wir dürfen es nicht übertreiben. Ach, und hier komme ich nicht mehr rüber, was? Super, da kommt man nicht durch, kann man später ja noch wegreißen in den Park, ist ja jetzt nicht so wichtig. So, Geschäfte wollen sie aber später auch haben, befürchte ich. Hier werden wir aber nochmal Wohngebiete hinzimmern und dann würden wir sagen, hier ist alles Geschäft. So, direkt an der Hauptstraße, das bietet sich auch sowieso an. Direkt an der Hauptstraße die Geschäfte aufzubauen, weil natürlich da mehr Leute vorbeikommen können. Was ist hier? Dr. Wu wird bestimmt gefordert, nehme ich an. Verbrechenskultur, der Reiz des Bösen. Ja, Arketurio, Doktor, bauen Sie den Wutturm auf und so weiter und so fort. Ist klar. Sagen wir erstmal okay. Erstmal okay sagen. Immer vertrösten kann man immer noch. So. Die Bürger sind zufrieden. Wir sollten dann langsam mal an den Ausbau der Dichte denken. Jedoch erst einmal die Abtei. Was sagt eigentlich die Grundschule hier? 550. Gestern wurden 509 unterrichtet. Das heißt, die Größe der Schule passt an der Stelle auch noch.